das Konzept des Programms ist im Prinzip eine Idee, die sich trägt durch die Säulen der Toccaten. Das heißt, wir haben am Anfang eine Toccata, ganz am Ende eine Toccata und ganz in der Mitte eine Toccata. Zudem wechseln sich immer alte und neue Musik ab. Die Stücke geben sich quasi den Staffelstab in die Hand. Außerdem ist die erste Toccata eine barocke Toccata, die letzte Toccata eine barocke Toccata und in der Mitte eine neuzeitliche Toccata. Und die neuen Werke sind alle aus der jetzigen Zeit von Komponisten der Gegenwart. Mit Stücken, die wirklich für historische Orgel komponiert sind. Komponisten unserer Zeit können natürlich technische Möglichkeiten dieser Orgel nutzen, um andere Klänge hervorzubringen. Man findet dann diese Stücke oder die Stücke finden dann einen selbst. Im Endeffekt entscheidet immer die Orgel. Es ist immer so eine Zusammenarbeit zwischen mir und der Orgel, eine Kooperation. Denn ich spiele ja nicht auf der Orgel, sondern ich möchte die Orgel spielen und auch wirklich ihre Seele beleben damit. Wir haben das Programm wirklich auf diese Orgel angepasst, auf das, was die Orgel möchte, wovon die Orgel lebt und was sie für Klangideale hat und welche Farben sie uns hiermit schenken kann. Ich versuche in meinen Programmen, neue Werke mit alten Werken wirklich in Bezug zu setzen, sodass sich quasi die Komponisten aus völlig verschiedenen Zeiten treffen können.